Ja, herzlich willkommen zur ersten Paper Session der Mensch und Computer 2020. Die Session ist betitelt mit dem Titel UX and Usability. Mein Name ist Bastian Pfleging. Ich bin derzeit Assistant Professor an der Technischen Universität Eindhoven und werde gemeinsam mit Lars Lischke, der an der Freien Universität Amsterdam eine Assistant Professur hat, durch die Session führen und begrüße Sie alle herzlich zu diesem wissenschaftlichen Programm. Insgesamt haben wir in dieser Session 9 Beiträge, die in Form von Videos vorgestellt werden. Und zwar haben wir kurz und lange Beiträge mit 5 bzw. 3 Minuten Dauer jeweils. Und im Anschluss an jedes Video gibt es dann in der gleichen Länge des Videos jeweils die Möglichkeit, aktuelle Fragen zu dem Beitrag mit den Autoren zu diskutieren. Um die Fragen vorzubereiten, bitte ich Sie, die Chat-Funktion auf YouTube zu verwenden, um die Fragen zu stellen. Und diese werden wir dann moderieren und an die Autoren stellen, die per Video dann entsprechend Rede und Antwort stehen können. Ja, damit bin ich eigentlich schon am ersten Beitrag. Wir können dann gleich mit dem ersten Beitrag loslegen. Und zwar, was ich noch erwähnen sollte, ist, die Beiträge sind teilweise auf Englisch, teilweise auf Deutsch. Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst mal als Standard die deutsche Sprache verwenden. Wenn wir englische Beiträge haben, englischsprachige Autoren haben, können wir selbstverständlich auch die Sprache wechseln und die Fragen können wir selbstverständlich auch in beiden Sprachen entgegennehmen. Damit kommen wir zum ersten Beitrag. Und zwar geht es da um den Titel Construction of UEQ Plus Scales for Voice Quality. Und dieser Beitrag kommt von Andreas Klein, Andreas Hindergs, Martin Schrepp und Jörg Tomaszewski. Und damit würde ich sagen, bühne frei für das erste Video. Welcome to my presentation with the topic Construction of UEQ Plus Scales for Voice Quality. The UEQ Plus framework is a modular extension of the User Experience Questionnaire published by Martin Schrepp and Jörg Tomaszewski last year. The framework contains 16 scales to measure user experience aspects. The scales can be combined arbitrarily to create a product-related questionnaire to cover a given research question. The UEQ Plus lacks scales for voice user interfaces. This is our research gap. But what are aspects of voice interaction? We identified 3 user experience aspects that are significant for voice user interfaces: response behavior, response quality, and comprehensibility. Study for scale construction. We constructed a pool of candidate items for relevant UX aspects just described and integrated that into the UEQ Plus framework. The online questionnaire in German language was sent to students and members of the University of Applied Sciences in Emden-Leer. A total of 96 persons participated voluntarily. Results: the following voice assistants were rated. We conducted a factorial analysis of all item sets. Principal component analysis confirmed our assumption of 3 factors. We consider here the Varimax rotation with highest loadings on response behavior, response quality, and comprehensibility. Details analysis is described in the research protocol. Response behavior in detail. The table shows the item set with corresponding loadings on factor 2 and Varimax rotation. Item 2, 6, 7, and 9 with the highest loadings are selected. You can see here the UEQ Plus special modular scale format with an introductory sentence that sets the context, followed by bipolar items with a 7-point Likert scale. And here we have the results for response quality and comprehensibility. Please have a look at the paper for more details about the selection of items. Finally, I'd like to present an example to create a product-related questionnaire. First, you have to select the relevant scales, in maximum 6 or 7. More information about scale selection is available at the UEQ Plus handbook. It is free of charge. This example is for user surveys in the administration area for a customer service applying voice assistance. The focus is on accessibility and data security.
and we select efficiency, perspicuity, dependability, and trust, as well as the three voice interaction scales. If you are interested in more information, please have a look at the paper. Here we have the references. Thank you very much for your attention. Okay, perfect. So, thanks for the presentation, first of all, to all the authors. And now we are, of course, open to take questions from the audience. And we hope that everybody can make use of the chat function to ask questions oder natürlich selbstverständlich auch auf Deutsch, wenn es Fragen hierzu gibt, dann können die jetzt gerne gestellt werden und wir warten mal, was denn da kommt. Als eine erste Frage würde ich mal reinstellen, wenn ich jetzt wenn ich mir jetzt den Fragebogen anschaue, die neuen Skalen anschaue, wie sollte man als jemand, der sich jetzt diesen Fragebogen angeschaut hat, wie sollte derjenige entscheiden, ob das der richtige Fragebogen ist? Also es ist ja ein modulares System, dieser UIQ Plus, und man muss die entsprechenden Skalen ja wählen. Also man kann mit dem UIQ Plus so nicht direkt loslegen, sondern man muss erstmal entscheiden, welche die produktrelevanten Skalen sind, die man anhand der UX-Aspekts auswählt. Und da empfehlen also jetzt die Experten, dass man zuerst die produktrelevanten Aspekte wählt und dann beispielsweise andere Aspekte, die jetzt für den User nicht so interessant sind, zum Beispiel Marketing-Aspekte. Mhm. Und wir haben jetzt hier ein Beispiel gesehen, wo es also in diesem Beispiel ging es um einen Smart Speaker, und da kam es also jetzt zum Beispiel Trust, um das mal als Skala zu nennen, um die Art und Weise ging es da, wie mit den Daten umgegangen wird. Ob ich also sicher sein kann, dass meine Daten in guten Händen sind. Neben den Skalen, die dann für Voice Assistants relevant sind. Mhm. Wie steht es um die Validierung des Fragebogens? Ja, das ist Future Work, das ist der nächste Schritt, den wir machen wollen. Wir haben jetzt hier diese Skalen sozusagen konstruiert und wollen jetzt in einer nächsten Studie diese Skalen validieren. Okay, das klingt spannend und das klingt nach einem Beitrag schon für die nächste Mensch und Computer. Ja, das ist in der Pipeline auf jeden Fall. Okay, ich sehe noch keine weiteren Fragen auf YouTube bisher. Nein, ich auch nicht. Okay, gut, dann, wenn ich auch gerade auf die Uhr schaue, so im Anbetracht der Zeit, würde ich dann auch sagen, dann können wir zum nächsten Beitrag übergehen und selbstverständlich, wenn noch weitere Fragen jetzt im Laufe der Veranstaltung auftauchen, dann nehme ich an, dass sie auch nach wie vor noch erreichbar sind, auch über den Discord-Channel und ähnliche Kanäle, und dann werden wir entsprechend den Kontakt herstellen können. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank. Wunderbar, ganz herzlichen Dank noch einmal. Sehr gerne. Und damit können wir dann weitermachen mit dem nächsten Beitrag, und da geht es dann um das Thema Exploring the Effect of a Transient Cognitive Load on Bodily Arousal and Secondary Task Performance von Jan Ehlers. Und ohne weiteres Vortun würde ich sagen, Video ab. So, hello, welcome to my talk on the effect of transient cognitive load on bodily arousal and secondary task performance. In the past, studies on road safety indicated that errors are mainly caused by drowsiness due to extended hours of driving or by situations of cognitive overload. This is in line with the so-called Yerkes-Dodson law, which states that the behavioral output can be depicted as an inverted U-shaped curve with both too low and too high arousal involving decrements in performance. Human factor studies usually decrease the level of arousal via long passages of driving. In contrast, the present study applies brief periods of monotonous and repetitive trains of thoughts to induce a state of especially low arousal. And on the other hand, we use arithmetical processing to increase physiological activity. The overall question is,
whether these brief cognitive processes already exert an influence on arousal and therefore on secondary task performance. We applied a within subject design. Participants were instructed to fixate a cross in the middle of the screen while inducing low arousal via reciting the alphabet or high arousal through arithmetical processing. During the last 60 seconds of each trial, we include a secondary task. That is, the fixation cross randomly flashes and every flashing had to be answered by a button press. And to determine the level of bodily arousal, we collected pupil size data throughout an entire trial. Results show that pupil diameter and therefore bodily arousal decreases over time. Arithmetical processing is associated with higher arousal, but there is no difference between reciting the alphabet and the control condition. After 30 seconds, the motor task was applied and the pupillary effect is no longer observable. However, reaction times differ strongly according to the level of arousal, with fastest responses during the control condition and slowest reaction times while processing the high cognitive load task. So, according to pupil size changes, at least the instant induction of low arousal was not entirely successful, maybe due to the limited amount of time. However, we can state that already brief periods of cognitive processing are capable of exerting an influence on bodily arousal and also on secondary task reaction times. Thank you very much. Ja, vielen Dank für den Beitrag schon einmal. Und wie auch gerade schon, freuen wir uns natürlich über Fragen der Zuhörer und Zuschauer auf YouTube. Und werden wir auf die erste Frage der Zuhörer und Zuhörerinnen warten, hätte ich dann schon mal eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, ihr habt den Pupillendurchmesser verwendet. Mhm. Es gibt ja diverse Metriken, die man verwenden könnte, auch was gerade Eye-Tracking angeht. Wie kam es zum Pupillendurchmesser? Also wir arbeiten sehr viel mit der Methode der Pupillometrie und haben da in der Vergangenheit gute Ergebnisse gezielt, beziehungsweise können auf einen großen Fundus in der Literatur zurückgreifen, der besagt, dass wir mit dem Pupillendurchmesser, also einen zuverlässigen und auch einen zeitlich adäquaten physiologischen Indikator haben, um das Erregungsniveau abbilden zu können. Das natürlich hätte man auch eine Menge anderer physiologischer Ereignisse heranziehen können, aber das, dafür haben wir uns dann entschieden, weil es auch keinerlei Signalelektroden oder sonst was bedarf, die angebracht werden müssen. Okay. Also eine Frage, die sich mir dann noch stellt, ist natürlich so ein bisschen, also der Pupillendurchmesser hängt ja nicht nur vom aktuellen Workload ab, sondern auch von der Beleuchtung. Ja. Gibt es da Empfehlungen, also einerseits, wie wurde die Studie da durchgeführt und gibt es da andererseits Empfehlungen, dass man das quasi ausschließen kann als Faktor für... Ja, das ist natürlich so ein kritisches Ereignis immer, sobald man mit dem, in erster Linie soll die Pupille den Lichteinfall auf die Retina regulieren und es ist also notwendig, schon kontrollierte Beleuchtungsbedingungen zu schaffen, wenn man diesen Indikator halt als heranzieht, um das Arousal, also das zentralnervöse Aktivierungsniveau abzubilden. Deswegen ist es erstmal ein sehr artifizielles Setting, ja, das natürlich nur bedingt auf die externe Situation übertragbar ist, denn da ist das nicht so einfach der Fall, das Erregungsniveau sozusagen anhand der Pupille zu determinieren. Da ist also von daher war das jetzt erstmal, sollte das ein Proof of Concept sein, ob die ganze Geschichte mit dieser Induzierung von Hypovigilanz, also von ganz, ganz niedrigem körperlichen Erregungsniveau, ob das innerhalb weniger Minuten waren es da ja wirklich nur, ob das überhaupt möglich ist. Sowas. Und das hat nicht so richtig geklappt. Also von daher kommen wir über diese Laborphase ohnehin noch nicht hinaus. Okay, gut. Jetzt sehe ich noch eine Frage auf YouTube gerade auftauchen. Und zwar, wie man die Intrusiveness
limitieren kann von Interventionen, um Ablenkung zu vermeiden von der Hauptaufgabe, wenn man das jetzt in der Realzeit, in der realen Umgebung macht? Kannst du das, wie man die Ablenkung oder was? Wie man die Intrusiveness von der Intervention vermeiden kann, wenn jetzt die Hauptaufgabe irgendwie eine Fahraufgabe oder sowas ist, wenn ich das in der realen Welt machen würde? Das ist eine gute Frage. Ja, also da sind wir für Anregungen offen. Wir sind wirklich noch nicht auf das Anwendungsperspektivische in dem Moment noch gar nicht so fixiert. Wir wollten hier jetzt erstmal einfach nur gucken, wie ist es, gibt es eine andere Möglichkeit, als Leute einfach immer nur ganz lang etwas Monotones machen zu lassen, um das Aktivierungsniveau zu senken in dem Fall. Aktivieren, Erregung hoch pushen geht relativ einfach sowas, aber es ging eigentlich wirklich nur darum, gibt es eine Möglichkeit, können wir über monotone Gedankengänge innerhalb kürzester Zeit das Erregungsniveau senken und hat das dann sozusagen als Validierung einen Einfluss. Wie man das nachher im Auto macht oder in realitätsnäheren Situationen, das ist eine gute Frage, aber an die haben wir uns noch gar nicht rangetraut. Okay. Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider schon weitermachen, aber bei weiteren Fragen sehr gerne, jederzeit. Natürlich alle Autoren auf den bekannten Wegen zur Verfügung. Damit möchte ich jetzt den nächsten Beitrag ankündigen, und zwar geht es da um das Thema Visual Clarity as Mediator between Usability and Aesthetics. Der Beitrag kommt von Raphael Otten, Martin Schrepp und Jörg Tomaszewski, und damit Video ab. Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag des Short Papers Visual Clarity as Mediator between Usability and Aesthetics. Das zugrunde liegende Paper wurde in Zusammenarbeit mit Martin Schrepp und Jörg Tomaszewski erstellt. Zur Einführung zwei Zitate. What is usable is beautiful and what is beautiful is usable. Heißt, was gebrauchstauglich ist, ist schön, und was schön ist, ist auch gebrauchstauglich. Diese zwei Zitate beschreiben den positiven Einfluss der wahrgenommenen Ästhetik auf die wahrgenommene Usability und umgekehrt. In einem Paper von 2015 werfen Schrepp und Müller die Idee auf, die Übersichtlichkeit beeinflusst als dritte Dimension die wahrgenommene Ästhetik und die wahrgenommene Usability des Nutzers. Diese neue These wurde innerhalb des Papers mit bereits vorhandenen Daten überprüft, und es konnte ein erster Hinweis auf die gemeinsame Komponente Übersichtlichkeit gefunden werden. Ziel unserer Untersuchung ist es, den Einfluss von Übersichtlichkeit zu überprüfen und die Schwächen aus der Studie von Schrepp und Müller auszugleichen. Eine der Schwächen war die Befragung anhand von Bildern, ohne dass die Nutzer selbst mit dem Produkt interagieren konnten. Für unsere Untersuchung mussten wir zuerst Items für die Dimension Übersichtlichkeit erarbeiten, da es keinen etablierten Fragebogen gibt, der diese Dimension für uns passend abdeckt. Mit mehreren Usability-Experten wurde ein Item-Pool geschaffen. Die gefundenen Items wurden in einer Befragung verwendet und mittels Faktorenanalyse auf die aussagekräftigsten reduziert. Für die geplante Befragung wurden 4 Layouts für einen Webshop erstellt, die jeweils die Schwerpunkte attraktiv, unattraktiv, übersichtlich und unübersichtlich abdeckt. Die 4 Layouts enthielten alle die gleichen Elemente, sie waren nur anders angeordnet, von der Schriftart anders oder die Abstände waren unterschiedlich. Zur Erfassung der Bewertung, nachdem der Nutzer mit dem Layout interagiert hatte, wurde der SUS-Fragebogen, der Vis-à-vis-Fragebogen und die 4 Items der Dimension Übersichtlichkeit ausgewählt. An der Befragung selbst haben 168 Personen teilgenommen und die Layouts haben in ihren Schwerpunkten gewirkt wie gewünscht. Die Ergebnisse von der Usability, abgefragt durch den SUS-Fragebogen, und der Ästhetik, abgefragt durch den Vis-à-vis-Fragebogen, waren hier wie von den Autoren gewünscht. Die Ergebnisse der Mediatoranalyse der Dimension Übersichtlichkeit sehen wir innerhalb der Abbildung. Die Werte ohne Klammern stellen den Regressionskoeffizienten der einfachen Regression dar. Die Werte in den Klammern stellen die Regressionskoeffizienten der gemeinsamen Regression von Ästhetik und Übersichtlichkeit auf Usability bzw. der gemeinsamen Regression von Usability und Übersichtlichkeit auf Ästhetik dar. Aus den Werten ist ersichtlich, dass sich der Einfluss verringert, wenn der Faktor Übersichtlichkeit als Mediator berücksichtigt wird. Diese Studie ist ein weiterer Hinweis auf die Existenz der gemeinsamen Komponente Übersichtlichkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abschließend die Quellenangaben.
Ja, ganz herzlichen Dank für den Beitrag. Und wie immer warten wir noch auf Kommentare aus der Zuhörerschaft auf YouTube. Und bis dahin hätte ich dann schon mal eine Frage an die Autoren, beziehungsweise ich sehe gerade, Lars hat eine Frage, richtig? Ja, ich würde mich nochmal interessieren, wie genau misst man Übersichtlichkeit oder wie lässt sich Übersichtlichkeit gut beschreiben? Wir haben, weil es keinen etablierten Fragebogen aktuell gibt, ja selber eine Skala konstruiert. Das ist im Prinzip ein semantisches Differential mit 4 Items. Das sind solche Items wie klar, übersichtlich. Also Übersichtlichkeit in dem Sinn ist relativ stark verwandt mit dem, was man so unter klassischer Ästhetik versteht, im Sinn von Draktinsky, also ein sehr einfach zu scannendes, klar strukturiertes UI. Mhm. Da kommt auch im Prinzip die Grundidee her, warum man vermutet, dass aus der Eigenschaft diese Beziehung resultiert zwischen einer gut eingeschätzten Usability und einer gut eingeschätzten Ästhetik, weil auf der einen Seite ist dieses Übersichtliche ein Teil der Ästhetikkomponente. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, wenn ein UI sehr gut strukturiert und sehr gut übersichtlich gestaltet ist, dann ist es natürlich auch leicht zu scannen und die Effizienz und die angenommene Komplexität gehen natürlich auch runter. Okay. Wir haben hier auf dem Mensch und Computer in der Regel ein sehr gemischtes Publikum, sehr viele Leute auch aus der Industrie und Wirtschaft. Und da wäre dann natürlich die Frage, was ist jetzt so für den Praktiker das, was er dringend mitnehmen muss? Also was sollten wir den Leuten mit auf den Weg geben? Wie kann man das in die Praxis mit überbringen, die Erkenntnisse aus Ihrer Studie? Ja, zum einen ist es natürlich eine Replikationsstudie zu einer Studie, die vor ein paar Jahren schon mal vorgestellt worden ist, die sich eigentlich jetzt mehr mit so einem konzeptionellen Problem beschäftigt, nämlich der relativ lang und breit diskutierten Frage, wie hängen denn solche Dinge wie subjektiv wahrgenommene Usability und subjektiv eingeschätzte Ästhetik zusammen. Für einen Praktiker kann man natürlich mitnehmen, dass man, wenn man jetzt so an den ganz klassischen Stellschrauben dreht, um die Übersichtlichkeit hochzuschrauben, nämlich gutes Alignment, die visuelle Komplexität der Elemente reduzieren, versuchen, klare Kontraste auf dem Screen zu haben, dass man damit sozusagen einen doppelten Gewinn hat. Nämlich einerseits sieht es besser aus, andererseits ist die subjektiv eingeschätzte Bedienerfreundlichkeit von so einem UI natürlich auch deutlich höher. Sieht man zum Teil auch in Industrieprojekten, wo man sehr viel Wert drauf legt, mit viel Leerraum mittlerweile zu arbeiten, um die Dinge auch einfach aussehen zu lassen, selbst wenn sie recht kompliziert sind. Ja, wunderbar. Eine ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort darauf. Welche Art von Aufgaben mussten die Probanden ausführen? Kam aus dem Publikum. Es war im Prinzip ein Reiseportal, auf dem man eine Reise buchen, in Anführungszeichen, konnte. Also man hat nicht wirklich gebucht, sondern man kam quasi bis zu einem Buchungsschritt. Also es ging darum, eine Reise auszuwählen, sich ein paar Daten zur Reise anzugucken und dann die Reise zu selektieren. Und dann kam man sozusagen auf den Endescreen, wo die Fragebögen gezeigt wurden. Also schon ein realistisches Szenario. Das war tatsächlich auch ein Shop, der live war. Also es war jetzt kein Prototyp, sondern es war tatsächlich ein Reiseportal, in dem man ganz regulär agieren konnte. Wunderbar. Vielen Dank. Ich sehe, eine Frage ist noch da, wie man an weitere Details der Studie kommt. Ich denke, das können wir im Live-Chat nachher noch beantworten. Denn aus Zeitgründen müssen wir leider schon zum nächsten Vortrag oder zum nächsten Videobeitrag übergehen. Und da möchte ich jetzt vorstellen, dass den Beitrag Einflussfaktoren für die Akzeptanz von digitalen Werkzeugen in den Geisteswissenschaften Tobias Simon, Sven Pagel und Harald von Coreflash, und damit Video ab zum nächsten Mal. Ja, hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Tobias Simon. Ich freue mich, Ihnen heute auch im Namen meiner Co-Autoren diesen Beitrag für die Mensch und Computer vorstellen zu dürfen.
Und bei uns geht es um die Einflussfaktoren für die Akzeptanz von digitalen Werkzeugen in den Geisteswissenschaften. Zunächst möchte ich Ihnen einen kurzen Fahrplan vorstellen, was Sie in den nächsten 5 Minuten erwarten wird. Ich würde ganz kurz auf die Problemstellung und die Forschungsfrage eingehen, anschließend den theoretischen Hintergrund und das verwendete Technologieakzeptanzmodell TAM kurz vorstellen, dann kurz die Datenerhebung umreißen und dann etwas detaillierter auf die Datenauswertung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse eingehen. Beginnen wir mit der Problemstellung. Und zwar ist es so, dass im Bereich der Digital Humanities, dass es da sehr, sehr viele Werkzeuge bereits gibt. Sie sehen das hier an dieser Grafik dargestellt. Das ist die sogenannte Tableau Collection. Listet aktuell 1558 Werkzeuge und das sind nur Werkzeuge, die im Bereich der Textverarbeitung oder in der Textanalyse angesiedelt sind. Das heißt, es gibt da eine sehr große Vielzahl von Werkzeugen und das Problem ist, dass die Nutzung dieser Werkzeuge hinter den Erwartungen zurückbleibt und es längst nicht so selbstverständlich ist, wie beispielsweise in den Naturwissenschaften. Und die Frage, die wir uns nun gestellt haben, ist, wie kann man das verbessern? Also haben wir uns einen Forschungsplan aus 3 Schritten überlegt. Im ersten Schritt muss man dazu, wenn man das verbessern möchte, erstmal schauen, okay, was sind denn eigentlich die Einflussfaktoren für die Nutzungsakzeptanz von digitalen Werkzeugen? Kann man diese ermitteln? Im zweiten Schritt kann man dann diese überlegen, wie man diese Faktoren kennt, wie man diese Faktoren dann verbessert und somit auch Einfluss auf die Nutzungsakzeptanz hat. Und dann am dritten Schritt muss man diese Maßnahmen natürlich dann noch einmal validieren. Die vorliegende Arbeit, die ich Ihnen heute vorstellen muss, bezieht sich nur auf den ersten Schritt. Da haben wir geschaut, welche Faktoren denn die Nutzungsakzeptanz von digitalen Werkzeugen überhaupt beeinflussen. Den theoretischen Hintergrund des Beitrags liefert das Technologieakzeptanzmodell TAM von Davis aus dem Jahr 1989. Dieses Modell zeigt, dass die Verhaltensintention, welche das Verhalten vorhersagt, maßgeblich von den beiden Faktoren Perceived Usefulness und Perceived Ease of Use bestimmt wird. Perceived Usefulness beschreibt dabei die funktionale Nützlichkeit einer Anwendung und Perceived Ease of Use beschreibt die Gebrauchstauglichkeit. Das Modell wurde seitdem 2-mal erweitert. Hierbei wurden die Hauptfaktoren in weitere Unterfaktoren untergliedert. Aus diesem Grund eignet sich das Modell sehr gut für unsere Untersuchung. Die Datenerhebung der Untersuchung wurde an das Projekt Humanist-Computer Interaction gekoppelt. Hierbei handelt es sich um ein Verbundprojekt zwischen Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der Technischen Universität Darmstadt und der Hochschule Mainz. Das Ganze ist gefördert vom BMBF. Innerhalb dieses Projekts wurden 6 Workshops mit insgesamt 61 Geisteswissenschaftlern durchgeführt. Und im Rahmen dieser Workshops wurde auch unsere Untersuchung erhoben. Bei der Datenerhebung selbst sind wir folgendermaßen vorgegangen. Die Teilnehmer haben die Anwendung QAnnotate, NoteCode und Jupyter Notebook jeweils testen können. Dabei gab es Hands-on-Sessions, die um die 90 Minuten gingen. In diesen Sessions wurden den Teilnehmern die Anwendung erst kurz vorgestellt und dann hatten sie auch die Möglichkeit, diese Anwendung selbst zu testen. Anschließend wurde dann die TAM-Items mittels Fragebogen abgefragt. Dieses Szenario ist für unsere Zwecke sehr gut geeignet, da es sehr nah an einer realistischen Nutzungssituation ist, in der man sich eine Anwendung erstmal eine Zeit lang anschaut, sich damit vertraut macht und dann entscheidet, ob man diese Anwendung nutzen möchte oder eben nicht. Zur Auswertung der Daten haben wir ein Strukturgleichungsmodell gebaut und nach einigen Optimierungen sind wir dann zu diesem finalen Modell gekommen. Was man hier ganz gut erkennt, ist, dass vor allem die Perceived Usefulness, also die funktionale Nützlichkeit, eine deutlich größere Rolle spielt als die Gebrauchstauglichkeit von Perceived Ease of Use. Hier sind vor allem die Faktoren die Ausgabequalität und das soziale Umfeld ausschlaggebend für die wahrgenommene funktionale Nützlichkeit. Auch Angst oder Bedenken bei der Verwendung von Computern und ob die Nutzung als angenehm empfunden wurde, hat über den Faktor Perceived Ease of Use einen Einfluss auf die Verhaltensintention. Dieser Einfluss ist allerdings deutlich geringer als der Einfluss über die funktionale Nützlichkeit Perceived Usefulness. Hier sehen Sie die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst. Um die Akzeptanz von digitalen Werkzeugen zu steigern, sollte sich also zunächst auf die funktionale Nützlichkeit konzentriert werden. Konkret sollte zunächst das soziale und institutionelle Umfeld betrachtet werden und es sollte versucht werden, die Qualität der Ergebnisse zu verbessern. Das war es dann auch schon von mir soweit. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne noch für Fragen oder Diskussionen zur Verfügung. Ja, ganz herzlichen Dank für den spannenden Beitrag. Und während wir auf noch die ersten Fragen aus dem Publikum warten, hätte ich schon mal eine ganz kleine Warm-up-Frage. Die ganze Studie hat ja, nehme ich mal an,
hauptsächlich vor der Corona-Krise stattgefunden. Mal so rein der Neugierde halber, was erwarten wir? Hat sich bezüglich der Ergebnisse in der Zwischenzeit wohl was geändert? Ja, also die Datenerhebung hat tatsächlich zum Glück komplett alles noch vor der Corona-Krise stattgefunden, sodass wir da nicht davon beeinflusst waren. Das hat natürlich jetzt sicherlich auf alles nochmal Einflüsse, vor allem was den Bereich, ich glaube, Kooperation und Kollaboration angeht, haben wir alle ganz, ganz viel aus der Corona-Krise jetzt gelernt und können da ganz, ganz viel mitnehmen. Und vermutlich ist es auch im DH-Bereich so, dass da ganz, ganz viele Sachen jetzt neu dazukommen und wir ganz, ganz viel gelernt haben. Okay, das ist natürlich eine spannende Sache und schreit natürlich schon nach einer Follow-up-Studie dann in ja, den nächsten Monaten oder so. Absolut. Genau. Ja, kann man auch über die Tools an sich, kann man da noch irgendwie ein bisschen was verlieren? Denn das immer, ich denke, die Studie war ja auch quasi, musste ja letztendlich mehr oder weniger ein bisschen eingeschränkt werden. Was kann man, also was für Tools waren jetzt alles letztendlich Gegenstand, was war jetzt nicht Gegenstand? Wie hat das sich da verhalten? Ja, also natürlich, wir mussten bei den Tools natürlich eine Auswahl treffen und wir haben dann versucht, möglichst eine relativ breite Auswahl zu treffen, die den Workflow, den digitalen geisteswissenschaftlichen Workflow möglichst gut irgendwie abdeckt und haben uns dann dafür entschieden, ein Annotationstool mit reinzunehmen, mit dem eben Texte angereichert, annotiert und weiterverarbeitet werden können. Dann haben wir ein Tool für Netzwerkanalyse und quasi für Analyse von Daten und für die Netzwerkdarstellung von Daten dazu genommen und am Ende eben auch ein sehr codebasiertes Tool, wo es quasi um codebasierte Auswertung von großen Textkorpora geht, also auch nochmal eine ganz andere Ebene und haben da versucht, ein möglichst breites Spektrum irgendwie abzudecken mit dem, was uns dann eben operativ auch möglich war. Okay. So, ich schaue gerade mal, ob auf YouTube noch Kommentare. Solange Bastian schaut, stelle ich auch noch eine Frage. Inwieweit sind denn die Geisteswissenschaften einheitlich in der Studie aufgetreten und inwiefern gibt es auch innerhalb der Geisteswissenschaft vielleicht Unterschiede, wie Tools verwendet werden oder wie Tools akzeptiert werden? Also das unterscheidet sich tatsächlich sehr stark von Disziplin zu Disziplin. Also da gibt es geisteswissenschaftliche Disziplinen, die da sehr weit vorne sind, gerade im Bereich Linguistik, Archäologie und sowas, die sind da schon sehr, sehr digital unterwegs. Und dann gibt es eben andere Bereiche, bei denen das noch gar nicht so weit fortgeschritten ist oder die eben da weniger fortgeschritten sind. Also da sieht man doch deutliche Unterschiede. Ja. Was hat das für eine Auswirkung, auch wenn man jetzt von den Unterschieden schon sprechen. Was hat das für Auswirkungen auf die verschiedenen Tools? Also kann ich da überhaupt das alles über einen Kamm scheren? Ja, das ist so eine gewisse Frage dieser ganzen Digital Humanities-Problematik. Wo ist das angesiedelt? Ist das ein Bereich für sich? Also ist das quasi eine Gruppe, die eine Schnittmenge von allen Geisteswissenschaften irgendwie ist? Oder gibt es eigentlich in jeder Disziplin eine eigene Digital Humanities-Gruppe? Oder müsste es eigentlich mehr in die Disziplin wieder reingehen? Das heißt, müsste es eigentlich von jeder Fachdisziplin auch nochmal eine digitale Variante geben? Oder müssten die generell einfach mehr in die Disziplin reingehen? Das heißt, diese einzelnen Tools sind oft nicht unbedingt fächerübergreifend, aber viele Sachen wie beispielsweise Annotieren oder Textanalyse oder sowas, das kann natürlich auf mehrere Disziplinen angewendet werden und da gibt es auf jeden Fall auch Schnittmengenüberschneidungen. Okay. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall nochmal für den Beitrag. Ich sehe jetzt noch keine weiteren Fragen aus dem Publikum. Und im Anblick auf die Zeit passt das auch genau. Dann haben wir eine Punktlandung für den nächsten Beitrag. Wenn sich natürlich noch Fragen ergeben, wie immer der Hinweis, dann bitte im Nachgang auch noch in die Diskussion sich zu involvieren. Damit kommen wir dann zum Beitrag Paper to Wire, a Case Study. Entschuldigung, das war der falsche. Das ist nämlich genau der hier. Designing Positive Experiences for Nurses in Intensive Care von Darlene Zumbruch, Annika Kaltenhauser und Martin Knobel. Hello and welcome to my talk. My name is Darlene Zumbruch and I'm going to present our paper Designing Positive Experiences for Nurses in Intensive Care. This is joint work with Annika Kaltenhauser and Martin Knobel. Clinical Decision Support Systems promise to support nurses and physicians in the treatment of critically ill patients. However, in the development of these systems, human-computer interaction is rarely taken into account,
with the failure of adoption in practice. Also, the lack of consideration of the user experience may contribute to the technology not being accepted. In the present case, we applied the experience design approach from our customer side, which aims to create positive experience by considering psychological needs. We focused on nurses and their activities around balloon therapy, which is the administration of intravenous fluids. Within 5 semi-structured interviews with German nurses, we qualitatively collected nurses' work activities, which are perceived as beneficial for their well-being. We found out that the primary goal of a successful balloon therapy is the adequate care of the patient and thus a reasonable balloon balance. Toward this goal, the following 2 psychological needs occurred in particular. First, competence, fulfilled by a successful treatment, and second, popularity, achieved by involving the nurse's expertise in the decision. After the interviews, we clustered the data in affinity diagrams, and as the next step, we transformed the collected activities into experience stories and storyboards. Our storyboards provide 3 key contributions. First, the feeling of reaching a therapy goal is intense. However, the success of optimal balloon therapy is barely tangible. As a design solution, we propose to make even small interim goals like fixing low blood pressure more apparent and provide pretty regular feedback on whether the treatment is effective. It allows for more precise monitoring and even small success stories become more explicit. Second, nurses desire to be integrated into therapy decisions. For that reason, we include the possibility to make annotations and take snapshots of critical events. In this way, nurses can better experience the impact on balloon therapy and physician appreciation. Third, the physician's announcement of the balloon target without leeway for participation is perceived as negative. Nurses usually do not gain insight into why a decision was made and have no influence on the outcome. We suggest that the balloon target can be edited and confirmed together and thereby supporting a joint decision. In conclusion, our experience concept provides a promising new perspective on clinical decision support systems for balloon therapy and have the potential to inspire and guide the following design phases building up on positive experiences. More details are in the paper, and thank you for listening. Ja, ganz herzlichen Dank für den Videobeitrag schon einmal. Und während wir auf erste Fragen aus dem Publikum warten, die sich im Chat über YouTube gerne melden dürfen, hätte ich dann noch eine ganz kleine Frage schon mal zu Beginn. Das Thema Notaufnahme beziehungsweise, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, die Intensivstation. Intensivstation, exakt, genau. Intensivstation ist natürlich immer ein schwieriges Themengebiet, weil es letztendlich um Leben und Tod geht und natürlich da man nicht so einfach, sagen wir mal, direkt im realen Betrieb auch Dinge testen kann. Wie geht das generell von der Gestaltung der Studie, der Umfrage bis hin dann nachher, wie ist da der Weg? Ja, also bisher haben wir erstmal nur die Analyse gemacht und haben halt mit Krankenpflegern gesprochen, die auf einer Intensivstation arbeiten und waren auch in der Intensivstation selber. Und ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ja. Und also sind dann auch jetzt, also die Frage ist natürlich jetzt, also was wären jetzt die nächsten Schritte? Wie geht das weiter und können wir uns vorstellen, dass sich da in der Realität nachher was ändern wird? Genau, also ich habe halt jetzt besonders positive Erfahrungen durch die Analyse hervorgebracht und würde die jetzt als nächsten Schritt testen wollen. Und quasi mit Krankenpflegern zusammen, um erstmal herauszufinden, ob dieser Ansatz mit positiven Erfahrungen zu gestalten halt auch in der Intensivpflege halt so verwendet werden kann. Das ist halt eine neue Herangehensweise, vor allem medizinische Geräte auch zu gestalten. Ja, wunderbar. Eine Frage aus dem Publikum noch, und zwar inwiefern man das System oder ihr darüber nachgedacht habt, ob man das System auch erweitern kann, um zum Beispiel Patienten oder deren Familienmitglieder zu involvieren? Ja, die Sache, also das haben wir auch schon mal mitgenommen, weil es halt auch gerade Krankenpfleger, die haben ja auch viel mit Patienten zu tun
und damit halt auch mit, also mit der Familie und sowas. Und dadurch kann halt auch wieder ein positives Erlebnis hervorgerufen werden durch so eine Gestaltung. Das muss aber halt auch noch getestet werden. Okay, vielen Dank. Ganz spannendes Thema. Und aus Zeitgründen müssen wir leider schon wieder weitermachen. Und damit kommen wir zum nächsten Beitrag, und zwar Paper to Wire, a Case Study of User-Centered Development of Machine Learning Tools for UX Designers von Daniel Buschek, Charlotte Anlauf und Florian Lachner. Video ab. In this case study, we explore the question of how to integrate machine learning or AI tools in design tasks. And as a general question, we explored how might we identify opportunities for integrating machine learning into established design processes in industry, and then more specifically, how might we support designers in early prototyping stages. And this was done at an industry partner, an IT consulting and software development company. And we approached this in four steps. So first, we immersed ourselves in the existing design practice at that industry partner, seeking an understanding of practitioners' views there, and then developed a concept and prototype, which was then tested in a user study. So the first two activities relate to finding the right problem to solve. And we started by observing a participatory design workshop at that company. And in that workshop, both the consultants and the clients together scribble ideas, they present ideas to each other, they iterate on those ideas, and they prioritize those. And this results in many sketches for UI designs. And while the workshop is quite well structured, a key observation for us was that the process of moving on with these many sketches produced during the workshop was a bit unclear. And we followed up on this with semi-structured interviews with four of these consultants, and we found different motivations for transferring these sketches to wireframes, or as well merging them into a more consolidated prototype. Overall, we identified quite a few challenges, but decided to focus on this post-workshop phase. And so the concept that we settled on was this one. So you start with a sketch on paper and you want to translate it into a digital wireframe. And so we developed a prototype to be able to demonstrate that. And for prototyping this model, we trained a UI detector with Microsoft Custom Vision, which is an API where you can upload images and label them as shown here. And we used this with a bunch of sketches that we created. And then we wrote a plugin for the popular UI design tool Sketch. And this plugin allows the designer to load an image, which is then automatically analyzed with the model and then mapped to the digital version of the digital elements available in Sketch, as you can see here. And we tested this prototype in a user study. This involved 20 people at our industry partner with backgrounds in design, development, and business. And the task simply was to translate 5 paper sketches to wireframes, both manually and with the tool. Here are the results from the user experience questionnaire, and we found that the tool was rated significantly better than the manual process on 5 of these 6 categories. The only exception being dependability here in the middle. In more detail, people commented, for instance, on the efficiency. So related to speed, this might reduce repetitive steps. For instance, you don't have to manually place the UI elements one by one in Sketch. And there were also comments on creativity. So for instance, someone mentioned that the process is not really creative because it is now automated. And in contrast, other comments, for instance, mentioned that I can spend more time on thinking about the arrangement of the elements. So in this sense, creativity could be supported by automating something. And then with regards to dependability, what can be traced back to comments on this being kind of black boxy. And for instance, someone suggested that we could better indicate which elements had been detected. And through that process, we were able to identify that we could use machine learning as a kind of glue between the different steps in the design process instead of supporting one specific activity in the workshop, for instance. And this also relates to respecting designers' knowledge and established tools
For instance, they were able to use their usual workflow in Sketch as well, so they could also manually edit the automated sketch further. And this also supports thinking by doing. So for instance, someone mentioned that they like the manual process because it helps them to think about the design, and that, of course, in this approach is still possible. And finally, we found that we can foster design consistency with machine learning here in the sense that this machine learning approach would always select the same digital button type if it detects a certain button type in the sketch. Ja, ganz herzlichen Dank schon mal für den Videobeitrag. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Fragen aus dem Publikum. Und während dort hoffentlich die ersten Fragen auftauchen, hätte ich dann schon mal eine ganz kleine Frage bezüglich der Prototypen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, Papierprototypen, digitale Prototypen haben ja oftmals eigentlich unterschiedliche Rollen auch. Wie spielt das jetzt bei euch dann in das System mit rein? Weil letztendlich ist ja quasi der Schritt von einem ins andere. Das war ja was, was wir in dem ersten Teil in der Konzeptphase eben genau untersucht haben. Das war auch im Prinzip erstmal komplett offen, was für ein Tool das wird. Da war die Vorgabe eher auf dem Level, naja, Machine Learning als vielleicht ein Potenzial hier zu sehen. Und es war jetzt aber nicht vorgegeben, ja, wir wollen genau diesen Task damit lösen. Das war dann wirklich was sich aus der Beobachtung des Designprozesses bei diesem Industriepartner ergeben hat. Also zuerst dachten wir eigentlich für uns eher, naja, wahrscheinlich bauen wir etwas, was während dem Workshop verwendet wird, haben dann aber festgestellt, dass man damit eigentlich etwas automatisieren würde, potenziell, was man nicht möchte, weil der Wert doch relativ eindeutig auch in der Kommunikation war. Das war so ein Participatory Design Workshop und da war eben doch irgendwie im Vordergrund stand einfach die Kommunikation mit dem Kunden. Und der Ansatzpunkt, den wir dann gefunden haben, war eben eher in dem Übergang in alles, was danach kommt. Das heißt, es variiert natürlich je nach Designprozess und nach Unternehmen und so weiter. In dem konkreten Fall war es halt so, dass ein Outcome von diesem Workshop waren eben immer sehr viele solche Sketches, auch von dem Kunden eben teilweise, weil es eben so ein Participatory-Ansatz war. Und die haben die Designer eben bisher manuell zusammen gemerged und als digitale Version festgehalten, um es dann auch den Kunden als Doku zu schicken und so weiter. Und diesen Aspekt sozusagen an diesem Punkt unterstützt jetzt das Tool. Okay, vielen Dank. Was wären jetzt mögliche zukünftige Schritte? Ist da noch was angedacht? Geht da in irgendwelche Richtung noch was weiter mit dem Industriepartner? Konkret im Moment nicht. Wenn man sich das konzeptionell anschaut, dann müsste man, um das jetzt von einem Prototypen hin zu einem wirklich produktiv einsetzbaren System zu bringen, müsste man vor allem, also es ist nicht nur ein Prototyp im Sinne von dem Drumherum, sondern auch im Sinne von dem Modell, dem Machine Learning Modell dahinter. Also das haben wir eben, wie genannt, im Beitrag mit diesem Microsoft Custom Vision gebaut, was fürs Prototyping sehr gut war, weil man da relativ unkompliziert so ein Modell sich zusammenbauen kann. Aber das war jetzt nur trainiert mit Sketches, die wir produziert haben, eben um es für unsere Studie lauffähig zu bringen. Wenn man es jetzt wirklich einsetzen will, dann bräuchte man da insbesondere halt auch mehr Trainingsdaten. Es gibt aber inzwischen auch ein paar Produkte, die in diese Richtung auch schon gehen. Also die Idee ist jetzt auch schon weiterverfolgt worden in der Zwischenzeit. Okay, gut. Interessantes Thema auf jeden Fall. Vor allem muss ich dann doch an meinen einen Beitrag denken, den wir vor einigen Jahren schon gemacht haben, wo es eben einen ähnlichen Ansatz ging, wo das Ziel war, quasi Leuten, die keinen Computer haben, um Interfaces zu gestalten, mit dem Smartphone die Möglichkeit zu geben, mit Paper Prototypes Interfaces zu gestalten. Ja, da geht's auch. Greift das Ganze natürlich auch so ein bisschen auf. Man könnte es auch in der Hinsicht, glaube ich, ganz spannend ausweiten, dass man sagt, okay, wir gehen in diese Richtung, dass man entwickeln kann, ohne dass man einen reinen Computer braucht. Ja, vielen Dank, Daniel, für den Beitrag. Und in Anbetracht der Zeit ist schon wieder Zeit für den nächsten Beitrag. Vielen Dank also nochmal. Und im nächsten Beitrag geht es um Nurse Care Design and In-the-Wild Evaluation of a Mobile System to Promote Ergonomic Transfer of Patients. Also geht es wieder um den Krankenhauskontext.
und oder Gesundheitskontext, Maximilian Dürr, Carla Gröschel, Ulrike Pfeil und Harald Reiterer. Video ab. Welcome to the short video presentation of our paper with the title Nurse Care, Design and In-the-Wild Evaluation of a Mobile System to Promote the Autonomic Transfer of Patients. My name is Maximilian Dürr, and I'm presenting this work on behalf of my co-authors Carla Gröschel, Ulrike Pfeil, and Harald Reiterer. Before I begin, I wanted to say that we really appreciate the invitation to prepare this talk for the Mensch und Computer 2020. We hope you enjoy it. So our work is in general related to nursing care. And as part of their daily duties, nurses are frequently required to transfer patients. However, the manual transfer of patients can pose a major risk factor to nurses' health. Our work contributes first by introducing nurse care, a mobile system to promote the autonomic transfer of patients during work, and second, we contribute by an in-the-wild evaluation in a clinical setting which investigates how nurses experience the support of nurse care during work. So let's first take a closer look at nurse care. Nurse care uses a wearable in form of a chest belt and a small sensor to track a user's posture. After putting the chest belt on, nurses can connect the wearable to the nurse care smartphone app. Nurse care then supports the nurses during their work practice. The mobile system provides nurses with mobile instructions for the conduct of patient transfers based on kinesthetics. When a nurse transfers a patient, nurse care gives feedback related to the risky bending of the back. This in situ feedback is provided by a vibration of the smartphone. Based on the feedback, the nurses can correct their movement behavior. Finally, nurse care provides nurses with long-term feedback to aid their reflection, for example, during breaks or at home. So how did we design nurse care? Our design process was based on a previously conducted qualitative study, which provided a broad understanding of the context. To design nurse care, we extended our broad understanding with specifics about support during work. For this purpose, we conducted two workshops. The first workshop was conducted together with 5 nursing care students. Based on the results of this workshop, we identified requirements that informed the design and implementation of nurse care. The second workshop targeted the question how a mobile system may address the identified requirements in a way that supports the nurse's complex workflow. For this workshop, we combined the expertise of nurses with the expertise of computer science students. The results of the second workshop help to clarify the system requirements and how they can be integrated into the nurse's daily workflow. Finally, guided by the insights from our workshops, we applied further UX design methods to develop the design and interaction concept of nurse care. To evaluate how well a system like nurse care can address nurses' needs, we conducted a qualitative mixed methods user study in the wild. 9 nursing care students used nurse care for multiple days at home and at work. All of the participants had participated in a kinesthetics basic course. Each of the participants used nurse care at least during 3 consecutive workdays. And the participants received 30 euro as compensation for their participation. Our results indicate that nurse care provides a high user experience
adequate to the nurse's work domain, a high subjective support to promote ergonomic work, and a good but limited subjective support for the application of kinesthetics. Furthermore, our results indicate how a system like nurse care can be integrated into nurses' daily work in the future. Further details about nurse care and the user study are explained in our paper. Thanks for watching. Ja, ganz herzlichen Dank für den Beitrag. Und was ich gerade am Anfang bei der Vorstellung des Beitrags noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass es sich bei diesem Beitrag gar nicht originär um einen Beitrag der Mensch-Computer handelt, sondern um einen eingeladenen Beitrag. Denn dieser Beitrag wurde schon im Rahmen der KAI 2020 virtuell vorgestellt, wo er, wenn ich mich nicht ganz irren täusche, Maximilian, einen Honorable Mention Award gewonnen hat. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist richtig so, ja. Ja, genau. Ich sehe schon, da kommt gerade eine erste Frage rein, und zwar von Katar Spiel. Das System verlangt natürlich mehr Aufmerksamkeit, Reflexion von den, vom Personal. Gibt es da irgendwelche Pläne auch für eine Langzeitstudie? Wir haben das im Ausblick des Papers mal adressiert, dass es auf jeden Fall zukünftig sinnvoll wäre, auch noch eine Langzeitstudie zu machen. Wir haben aktuell momentan keine Studie geplant in dem Sinne, aber wir arbeiten noch an dem Thema weiter. Wir haben uns jetzt momentan schwerpunktmäßig darauf fokussiert, mehr in die Richtung zu gehen, das Ganze auch noch durch Lernsystemansätze zu ergänzen, weil das eben auch ein Studienergebnis war, dass eben eine zusätzliche Lernsystemkomponente hilfreich wäre. Aber man kann das, wir haben das auf jeden Fall im Auge, in Zukunft da vielleicht auch noch in diese Richtung weiterzugehen und noch eine Langzeitstudie zu machen. Okay, ganz herzlichen Dank. Dann kam noch eine zweite Frage, zwar von Wilke Heuten, dass die Probanden ja relativ jung waren und wie sich das eventuell auswirken würde, wenn man die Studie mit älteren Probanden durchgeführt hätte. Ja, das ist eine interessante Frage. Was da mit Sicherheit eine Auswirkung haben könnte, ist eben einmal natürlich das höhere Alter der Nutzer und die Frage, wie gut die mit Smartphones klarkommen. Und die zweite, der zweite Aspekt, den ich sehe, der vielleicht einen Einfluss haben könnte, ist, dass eben Kinesthetics seit, ich glaube, ungefähr 30 Jahren jetzt gelehrt wird, aber dass es trotzdem wohl bei den etwas erfahrenen Pflegekräften immer wieder welche gibt, die es gar nie hatten oder die es einfach komplett vergessen haben, weil sie eben auch nur diesen dreitägigen Kurs hatten und es sehr lange her ist. Und das könnte natürlich auch nochmal einen Einfluss haben darauf, wie gut die Leute mit dem System klarkommen würden, weil sie vielleicht einfach schon weiter von diesem Kurs entfernt sind und von den Vorerfahrungen. Okay. Vielen Dank. Eine weitere Frage hätte ich dann auch noch. Inwiefern ist das denn auf verschiedene Kontexte jetzt eigentlich übertragbar? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das kann ja, weiß ich nicht, im Altersheim, es kann sich aufs Krankenhaus beziehen und Ähnliches. Hat der Kontext noch eine große Auswirkung? Gibt es da Unterschiede, die ja zu erwarten sind? Oder habt ihr das im Detail euch auch angeschaut und nachgedacht? Also evaluiert haben wir das Ganze ja jetzt in einem Klinikum. Es war ein Klinikum und alle neuen Teilnehmer haben im gleichen Klinikum gearbeitet. Mhm. Wir haben allerdings in unterschiedlichen Bereichen des Klinikums gearbeitet während der Studienteilnahme, was auch die ökologische Validität ein bisschen erhöht hat. Was wir jetzt nicht betrachtet haben, ist, wie sich das abbilden würde, wenn man jetzt zum Beispiel Angehörigen, die pflegebedürftige Familienmitglieder unterstützen möchten, verhalten würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht nochmal ein bisschen andere Rahmenbedingungen haben. Beim Klinikum, das haben wir jetzt auch festgestellt, dass Teil der Studienergebnisse ist eben auch noch Zeitdruck und Stress mitunter ein Faktor, der vielleicht dann bei pflegenden Familienangehörigen wegfallen würde. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für den Beitrag. Und damit kommen wir auch schon zum vorletzten Beitrag in dieser Session. Und da geht es um das Thema piktografisches Usability Inventar, PUI, eine Pilotstudie, vorgestellt von Jürgen Baumgartner, Jürgen Sauer und Andreas Donderegger. Und damit Video ab. Hallo,
In diesem Video möchten wir Ihnen ein bildbasiertes Instrument zur Erfassung der wahrgenommenen Usability von Apps vorstellen, das Piktografische Usability Inventar, kurz PUI. Das Ziel dieses Projekts bestand darin, eine inklusive und interessante Alternative zu verbalen Fragebögen zu entwickeln und in einer ersten Studie zu testen. Wahrgenommene Usability wird häufig nach einem Usability-Test mit einem standardisierten Fragebogen erfasst. Um sinnvolle Einschätzungen zu bekommen, setzt dies voraus, dass Nutzer den Fragebogen verstehen. Beispielsweise versteht nicht jede Person, was Inkonsistenzen sind. Auch ist es fraglich, ob eine Person nach einem einstündigen Usability-Test die Fragen noch richtig liest. Zudem ist es ratsam, einen Fragebogen zu nutzen, der in der jeweiligen Sprache validiert wurde. Dies ist aber oft nicht der Fall. Um diese potenziellen Probleme ein wenig zu umgehen, haben wir deshalb eine bildbasierte Variante eines Usability-Fragebogens entworfen. Ein Vorteil von bildbasierten Instrumenten ist, dass sie durch ihre Art mehr Spaß machen beim Ausfüllen als verbale Instrumente. In einer früheren Studie konnten wir erhöhte Motivation beim Ausfüllen feststellen. Des Weiteren sind solche Instrumente sprachfrei. Sie können in verschiedenen Sprachregionen angewendet werden, ohne dass eine Übersetzung und zusätzliche Validierung nötig ist. Dies ist besonders interessant für mehrsprachige Länder, wie zum Beispiel für die Schweiz, wo wir insgesamt 4 Landessprachen haben. Für die Entwicklung des PUI haben wir zuerst geeignete Items aus verschiedenen Usability- und UX-Fragebögen zusammengetragen. Diese haben wir in einem iterativen Prozess visualisiert und mit der Think-Aloud-Methode und einem Verständlichkeitstest überprüft. Nach mehreren Iterationen haben wir schließlich eine Pilotstudie durchgeführt, um die psychometrische Güte des neuen Instrumentes einschätzen zu können. Am Ende resultierte ein bildbasiertes Instrument mit 12 Items, für welches wir eine männliche und eine weibliche Version erstellt haben. Die Pilotstudie wurde online durchgeführt. Insgesamt haben 83 Personen daran teilgenommen, im Mittel 27 Jahre alt, überwiegend weiblich und zu 2/3 mit studentischem Hintergrund. Die Erfahrung mit Apps gaben die meisten Personen als etwas über Mittel an. Teilnehmende interagierten zuerst mit einem App-Prototypen und füllten danach den bildbasierten und verbale Fragebögen zur Usability aus. Die Abfolge der Fragebögen wurde ausbalanciert. Beim Prototypen handelt es sich um eine App zum Finden von Restaurants, bei welcher wir die Usability zweistufig manipuliert haben. Teilnehmende wurden randomisiert einer dieser beiden Bedingungen zugeordnet. Zu den Resultaten. Für die konvergente Validität ergab sich eine hohe Korrelation von 0.85 zwischen PUI und SUS. Ein wenig tiefer waren die Korrelationen mit dem UMUX Light und einem Einzelitem zur Zufriedenheit. Bei der Sensitivität konnten wir feststellen, dass beide Instrumente gut zwischen niedriger und hoher Usability unterscheiden können. Ebenso zeigt es sich gut, dass sich die Mittelwerte beider Instrumente nur wenig unterscheiden. Bei der Motivation liegt der bildbasierte Fragebogen im Vergleich zum verbalen in der Tendenz vorne. Wir haben generell höhere Einschätzungen bei Spaß, Interesse und Unterhaltung verzeichnet. Hinsichtlich der Präferenz des Fragebogens haben etwa 60% den verbalen gegenüber dem bildbasierten vorgezogen. Zum Fazit. Wir konnten eine hohe konvergente Validität und eine gute Sensitivität feststellen. Zudem war die Motivation beim Ausfüllen höher beim PUI als beim SUS. Dennoch zeigte sich Verbesserungsbedarf für das Instrument ab. Wir vermuten, dass einige Items unklar waren und das Instrument insgesamt zu lange ist. Auch müssen die Resultate im Licht der vergleichsweise kleinen und eher homogenen Stichprobe interpretiert werden. Als nächste Schritte planen wir die Weiterentwicklung des Instruments, beginnend mit weiteren Verständlichkeitstests, darauf basierend Optimierungen und eine Verkürzung des Instruments. Zum Abschluss möchte ich mich bei den Organisationen und Personen bedanken, die dieses Projekt ermöglicht und unterstützt haben. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank für den Videobeitrag. Und während wir auf Fragen aus dem Publikum warten, hätte ich dann schon mal eine ganz kleine Frage zum Beginn. Und zwar bei den bildbasierten, bei dem bildbasierten Ansatz. Eine Frage, die sich mir gestellt hat, ist, inwiefern dann direkt quasi auch nachgefragt wurde, auch meinetwegen in der Designphase, wenn ich jetzt die Skizzen dort sehe, inwiefern, wenn ich jetzt Leuten dann sage, hier, was siehst du da, was wird da abgefragt, inwiefern die verbale Übereinstimmung denn da ist, wenn die Leute tatsächlich das Ganze dann, was dort bildhaft dargestellt ist, wieder verbalisieren müssen. Also wir haben gerade in der Entwicklungsphase, wie eben schon erwähnt, so Think-Aloud-Protokolle durchgeführt. Mhm. Und wir hatten schon das verbale Item im Hinterkopf und haben dann so quasi eine expertenbasierte Bewertung gemacht, inwiefern matcht das jetzt, was jetzt die Personen interpretieren, wie sie es verstehen, wie sie es, ja, so in diese Richtung. Also das mal sicher. Und es war auch die Rede von einem Online-Verständlichkeitstest. Den haben wir auch online durchgeführt mit 26, wenn ich es richtig im Kopf habe, Personen. Und da haben wir die Interpretationen qualitativ auch ein Stück weit ausgewertet und auch geschaut, inwiefern dass es die richtige Interpretation ist. Und auch mussten sie noch zusätzlich einschätzen, wie gut, dass sie es verständlich fanden und so weiter. Also wir haben so ein paar Parameter uns auch noch angeschaut, so zusätzlich. Inwieweit ist denn die Bildsprache dann hier unabhängig von dem sozialen Aspekt oder von dem, jetzt haben wir hier keine verbale Sprache, aber gibt es da Unterschiede bezüglich des kulturellen Kreises, in der so ein Fragebogen dann angewendet wird? Oder ist es universell verständlich? Ja, so universell verständlich, das wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Ich wäre jetzt nicht sicher, ob dieser Fragebogen zum Beispiel auch in Japan oder in Russland oder in anderen kulturellen Kreis gleich verstanden wird. Also das muss man sicher auch dedizierter anschauen. Aber ich denke jetzt mal so in unserem kulturellen Umfeld, so im mitteleuropäischen Umfeld, dass damit dann ungefähr ähnlich ein Verständnis zu rechnen ist. Es gibt sicher einzelne Items, die dem ein bisschen, die vielleicht nicht gleich verstanden werden. Aber ja, da sind wir, möchten wir diese auch ein bisschen ausmisten und eine kürzere und verständlichere Version in Zukunft pushen, bringen. Danke, sehr spannend. Danke. Ich habe jetzt noch mal eine ganz kleine Frage zu der Bearbeitungsdauer. Ja. Da sehen wir ja deutliche Unterschiede zwischen den der bildbasierten und der verbalen Methode, richtig? Ja, also mit der SUS so eine gute Minute und unser PUI-Instrument, das so 90 Sekunden, also ja, kann man sagen. Also von daher, das ist ja natürlich irgendwie 50% mehr. Ist das was, was auf die Dauer dann, sagen wir mal, die Leute auch eher frustrieren könnte? Wenn es 50% mehr Spaß macht, es auszufüllen, dann lohnt sich doch das nicht. Nee. Okay, also das wäre auf jeden Fall, ich glaube, eine spannende Frage, wo man einfach in der Zukunft mal schauen muss. Denn gerade, sagen wir mal, bei Fragebögen sieht man ja oftmals, man möchte eigentlich noch mehr Fragebögen integrieren und lässt dann doch irgendwie noch was weg wieder, weil es zu lange dauert. Und da ist dann natürlich die Frage, wenn ich dann so einen Fragebogen mit einbaue, wo ist dann quasi so, wo ist die Schwelle zwischen dem, was quasi mehr Spaß macht, aber länger dauert, versus dann ist es vielleicht doch zu lange. Genau, also da möchten wir auch das Instrument kürzen, dass wir vielleicht auch am gleichen Niveau wären wie ein SUS. Dann wäre das auch nicht mehr ein Problem. Dann hat es nur noch Vorteile. Okay, wunderbar. Aus dem Publikum habe ich bis jetzt keine weiteren Fragen mehr gesehen. Dann würde ich jetzt auch übergehen zum letzten Vortrag. Daher ganz herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Dankeschön. Und dann beenden wir diese Session mit dem Vortrag Lean UX Research at Scale, a Case Study von Kelly Crowd, Juan Pablo Carrascal und Travis Loudermilk. Video ab. Hello.
This presentation is about our experience scaling up Lean UX research in Microsoft's developer division. This work was prepared by Kelly Kraut, JP Carrascal, and Travis Loudermilk, UX researchers in Microsoft. The developer division produces Microsoft's developer tools like Visual Studio, .NET, and Azure tools. There are almost 2,000 employees in the organization, with only 19 of them being UX researchers. Design and development is heavily driven by user input, which requires a lean approach to UX research. But given the scale of our operations and the size of the research team, how can we satisfy the internal demand for user insights? We argued that the only way to do this is by UX researchers becoming multipliers. This means that instead of learning on behalf of other employees, the UX research team should coach them on how to use research methods to learn firsthand. An example of putting this principle in practice is an event called Developer Day that we organize every year. This event coincides with Build, Microsoft's main conference for developers, which are the main users of the division's products. The event brings over 100 users and over 250 employees together. It features more than 600 Lean UX research sessions, all done in one day, yielding a wealth of data in a short amount of time. We use a research format that we call speed sessions. These are short UX research sessions involving a user and a product team. A product team consists of a product manager and an engineer, sometimes also joined by a UX designer. The program manager typically runs the session, and another member takes notes. A speed session lasts 20 minutes, with a 5-minute break to switch between sessions. 6 sessions are conducted during the day. That way, product teams have at least 6 touch points with users, using one or more research methods. We've learned very important lessons from organizing Developer Day in particular, and from our efforts to scale up UX research in general. First, it is necessary to use a common language. We've developed a method called the Hypothesis Progression Framework to drive all research efforts in the organization. This framework allows to maximize objectivity by applying hypothesis testing to all stages of product development, and also guides decisions on research and analysis methods. Most importantly, this framework serves as a common language to communicate research goals and results. Second, it is important to meet product teams where they are. In preparation for the event, we work with product teams on formulating their hypotheses and choosing research methods. We advise them on how to execute research within the constraints of the event. We also help defining profiles of interest and finding matching users among Build conference attendees that expressed interest in participating. And finally, we take care of logistics, including preparing schedules for product teams and users. These schedules are particularly important to get the most out of the speed session format. After the event, we help with data analysis to make results actionable. Third, product teams' overhead should be minimized by using lightweight tools. We researchers love our tools, but it is important to allow product teams to use the ones they are already familiar with. Additionally, we need to provide support in preparing and adapting tools and materials for the event. Finally, it is important to make sure that data is representative and relatable when communicating results with the rest of the organization. We have learned that this works best to motivate teams to take action and to improve the product. We use storytelling techniques and include users' photos and quotes and use them to frame learnings and hypothesis validation results in our internal communications. Insights from Developer Day directly influence improvements to our products. The high density of user input from a single event translates into time and cost savings for the organization. Last but not least, Developer Day is also a social event that allows us to strengthen our relationship with users. They enjoy the opportunity to meet with the people who make the product they use every day, and we enjoy learning about their needs and experiences. We invite you to read further in our paper and in other publications we share in this slide. Thank you. Oh,
Okay, thank you very much for the presentation. And given that the authors have an international background, I would now keep the last discussion actually in English. And while we are still waiting for questions from the audience, I would ask for one starting question about sort of, let's say, the organizational impact of what you found. So, I mean, you did that now with Microsoft. How much would you say does this differ if different companies do it also maybe at a smaller scale? So can you say anything about that? Yes. Thanks very much for switching to English for this part of the session. And it's a very good question. I think the kind of the method or the kind of this kind of event could be applied at smaller scales. We are actually doing it for other smaller scale events within the company. I think the most of the lessons learned still apply if you take this to a smaller scale. Most of the lessons are mostly related to the way that you communicate, you manage the learnings and manage the data analysis after posteriori, and how you apply that to your products or to your research in general. So I think the scale is not an impediment to apply many of the methodologies that we propose in the paper. Bless you. Much. Sorry. Okay, great. So can you give us a glimpse into if there's any kind of future activities with that regard? Yes, for sure. The idea for the event is to do it every year. Unfortunately, this year it was not possible because of the COVID situation. The whole conference switched to a remote online format. And given that everything happened so too quickly and too close to the event, we were not able to react. But we've been planning and we're trying several methodologies to be prepared in case next year it has to be online, and then we would kind of adapt the format. There are other internal events. I cannot give you much detail about that, but this kind of methodology, the kind of the hypothesis regression framework and the training sessions, all these are kind of activities that are ongoing and being used on a daily basis within the company. Mm-hmm. Well, that sounds very interesting. And I think like what you pointed out, sort of the switch to online events, I guess that is even something which the audience, of course, would be interested in seeing very soon. So I guess, or I would hope that there are some interesting publications in the very near future. Yeah, absolutely. And I think the whole community is learning a lot during these days, and we will all benefit from this in the long term. Okay, well, I guess this is a very nice word to close our session already. And I would do that now in German to our German-speaking audience as well. Also nochmal ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer. Thank you very much to all the presenters, and also thanks for tuning in into this channel. Und die Session geht jetzt zum Ende zu. Nichtsdestotrotz, wenn natürlich noch weitere Fragen offen sind, wie gerade auch schon im Chat auf YouTube erwähnt, gibt es den Discord-Server, auf dem selbstverständlich noch weitere Diskussionen und Fragerunden stattfinden können. Darauf verweisen wir natürlich sehr gerne und würden uns auch freuen, wenn noch weitere Fragen natürlich dort diskutiert werden. Ansonsten bleibt mir nur noch der ganzen Zuhörerschaft viel Spaß bei dem restlichen Teil der Konferenz zu wünschen, bei den übrigen Sessions heute und in den nächsten Tagen. Und damit sind wir am Ende dieser Session. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Teilnahme und auch insbesondere auch für die hervorragende Unterstützung bei der technischen Durchführung dieser Session, dass alles, so wie ich das jetzt übersehen kann, doch reibungslos funktioniert hat. Ganz herzlichen Dank dafür und viel Spaß beim restlichen Betrachten der Mensch und Computer.